Jetzt die Frage, könnte auch eine Augenmaske zum Knoten sein. Ja, es sind schon Weihnachten, fast. Draußen ist kalt und hier drin ist voll. Ja, hi Freunde, schön, dass ihr da seid. Es geht mal wieder ums Angebissen-Format. Trend Raider, zwei Stück. Wir haben Degusta, zwei Stück. Wir haben von Brand News, zwei Stück. Und wir haben sogar noch von Mr. Foodies was. Und da knüppeln uns heute alles rein. Alles. Ohne Ausnahme. Machen wir selber oder? Ja. Okay. Machen wir jetzt quasi ein Double. Wir machen jetzt hier so ein Versus-Format. Nee. Ach, wir gucken mal. Wir haben noch verschiedene Monate und verschiedene Inhalte. Inhalte. Und dann gucken wir einfach mal, was bei dir ist und was bei mir. Aber von welchem Monat das ist, kann ich dir nicht mehr sagen. Oh. Ich habe hier so ein bisschen Meerkorn-Porridge. Hast du auch sowas? Mit Milch zubereiten, oder? Das ist die Kokosmilch. Okay. Ja, siehst du, passt doch. Mega gesund, denn. Aber ich glaube, das ist nicht dafür. Weil Nee, Kokosmilch ist dann noch ein bisschen was anderes. Aber ja, Dr. Oetker Vitalis, Meerkorn Porridge, neu, ohne Zusatz von Aromen. Und 450 Gramm haben wir hier. Ja, ohne Milch macht es keinen Sinn, weil das muss irgendwie noch ein bisschen aufkochen oder einfach. Ah ja, doch unterrühren, aufkochen, tatsächlich noch, ja. Genau. Also ja, oder vielleicht einfach eine Mikrowelle machen und dann warm machen und dann geht das eigentlich auch. So mache ich das nämlich auch immer. Chill in der Mikrowelle. Ja, super. Wenn ich das mache. Ja, fettreduzierte Kokosmilch. Geil. Vom Bambogarten. Was denkt ihr denn, wo war der Preis hinkommen bei dem Vitali? Oder wollen wir das erst zum Schluss machen? Oder? Du bist schon so ein Vitali, Junge. Vitali. Willst du mir schnieten? Ja, Vitali. Weißt du noch früher, bei Oma Blenis haben wir gemacht. Ja, das ist auch so was Schönes an deinem dicken Sack. In deiner dicken braunen Verpackung. In deiner Kiste, ja. Ich habe hier leckere Salzletten Pausencracker mit Chia, Lein und Sesamsamen. Ah, richtig du? Geil. Die sind richtig ich geil. Extra breite Kartoffelchips mit Meersalz von Brand News. Bin jetzt gerade super überzeugt, weil Salzletten von Lorenz oder so, die schmecken immer so. Guck dir das an. Das sieht doch gut aus. Mm. Guck dir das an. Das sieht doch gut aus. Dicker Schinken, ja. Auf jeden Fall sehr dicke Chips. Ein bisschen trocken. Aber ja. Schau mal. Ja, krass. Aber mir fehlt da tatsächlich. Ist zwar jetzt nur mit Meersalz, aber mir fehlt die Würze irgendwie so ein bisschen. Ja. Aber so, von der Konsistenz eigentlich ganz geil. Wie gesagt, von der Art her geil, aber fehlt ein bisschen Würze. Oh. Jetzt kommst du. Oh. Lindor. Wieder gleich aus den Ecken geschrieben wird. Ja, Lindor von Lind. 75 Jahre Jubiläumsedition. Cheesecake. Cheesecake. Sieht gut aus. Geile Linsensuppe als Vorspeise zu deinem Cheesecake. Schön. Ja. Willst du auch ein? Ja. Ja. Nee, Sophie war klar. Ich hab dir ja, ohne dich zu sehen, hätte ich dir schreien hören. Oh, mit weißer Schokolade. Da bin ich ja ein ganz großer Fan von. Aber ich mag eigentlich die ganz normalen, einfachen am liebsten. Ach, riecht schon. Ist jetzt Zitrone. Mhm. Also Zitrone merke ich, Käsekuchen, schmeckst du nur raus. Also ich selber nicht. Na, nur leicht Zitronen. Sehr Zitronen-Käsekuchen. Ja. Ist jetzt nicht so geil. Ne? Ne, irgendwas fehlt, ne? Mhm. Ja, bei mir wird es besser. Ha, ho, wow, Schokolade. Trinkschokolade, bring uns zum Schmelzen. Mini Melting Snowman. Bei wir haben ja erst März. Bei mir ist aber schon Ostern. Bei mir ist auch schon Ostern. Ja, hier ist ein Ostergutschein. Ja, stimmt. Gefüllt mit Karamellcreme, bestreut mit Mini-Marshmallows. Ich guck die mal wenigstens an. Oh, die hatten wir schon lange nicht mehr. Die sind geil. Ja? Ja, die schmecken richtig gut. Okay. Gibt dir auch nichts ab. Ist auch gut, dann würde ich hier meinen Weihnachts-, Lehmann. Ist für heiße Schokolade. Ja, ist tatsächlich für die heiße Schokolade. Man muss da reinschmeißen und dann schmilzt das. Hinten hast du die Marshmallows drauf. So sieht die ja nicht mehr so geil aus. Oh, eine Cremefüllung. Mhm. Also, Karamellcreme. Macht man das jetzt in der heißen Schokolade? Das machst du in heiße Schokolade. Eigentlich ja.
Aber ja, das sieht auch so aus, als würde man den Jo. Wegstrecken. Also durch die Karamellfüllung? Naja, sind also Pralinen. Ja. Die ist nur eh ein Marshmallow. Hat schon den abgeleckt. Schmeckt aber. Wollen wir jetzt ihn teilen? Jo. Oh, toll. Guck mal, Marci wollte nochmal eine Kamera halten. Warte, was ist das jetzt so? Knäckebrot. Mit Frischkäse, oder? Schnittlauch. Die sind wirklich gut, die Teile. Mhm. Die, so mit, die roten sind mit so Tomatenfüllung, glaube ich. Nehmen wir Cheese and Chives. Cheese and Chives. Schnittlauch. Okay. Aber grundsätzlich schmeckt das schon ganz gut. Ein bisschen noch Käse irgendwie. Mal so mitgenommen, zwischendurch. Ja. Ist okay, ja. Also der Vorteil... Der Vorteil ist ja da nicht ganz so trocken, weil du hast ja so ein bisschen da noch die, ja, die Füllung in der Mitte. Wie so eine komische Kiste hier. So. Ich finde ja nicht. Du hast was zu trinken? Guck mal, ich glaube, ja, ich hab hier auch was. Capri-Sonne. Oh, Klassik-Kakao. Vom okay. Munsterland. Den hatten wir aber schon mal, glaube ich. Hm. Ja. Ja, ist mal, wenn man das so liest, hier so Fett und Eiweiß reduzierte Milch, 0,1% Fett. Lecker. Ja, das ist so eigentlich Wasser und genauso wird es auch schmecken. Ich habe diese 0,1% Milch ja auch mal gekauft, irgendwie ein paar Mal und dann habe ich es gelassen, weil einfach die schmeckt irgendwie nicht. Das ist einfach nur so wie dünne Milch. Für deine Bubbles. Mhm, für meine Capri-Sonne. Gib mir mal davon was ein. Was gönnt ihr ja selber nicht so? Das ist schon. Ah. Mit Jan bitte. Bitte. Herrlich. Riecht's doch gut. Ja, Kakaopulver mit Wasser. Genau so schmeckt es einfach. Nee, riesig. Bei mir schmeckt es nach Orange mit Kohlensäure. Ziel erfüllt. Aber guck mal hier, ne? Oh, Rosmarie und Seesalz. Tasty Snack Crisp. Das sieht voll toll aus. Ja. Siehst du da, wie es aussieht? Oh, ein Stück Rinde. Ein bisschen Furnier. Ja, hier, gönn dir. Ah, das ist schon. Es riecht schon doll, ne? Riecht geil. Ja. Ja, da fehlt es aber noch drauf. Und das. Das Salz finde ich dann auch schon ein bisschen zu viel wieder. Oder? Nee, geht. Aber das ist halt irgendwie, die steht ja extra dünn, ideal zum Snacken. Aber irgendwas fehlt halt so, oder? Ja, Flüssigkeit, Prost. Was gibt's bei dir noch so? Komm, hol raus. Ja, ja. Ja. Naturreis. Geil, Quinoa. Ja. Mediterran. Ja, Benz Original. Einfach ja, eine Mikrowelle machen und dann irgendwie in 2 Minuten ist das Ding fertig. Sehr gerne Lösung, kann man essen, schmeckt auch vernünftig. Das habe ich zum Mittag manchmal auch gerne warm gemacht. Mal schnell hier, wie gesagt, so ein Hähnchenfiletstreifen dazu. Den kurz anbraten, genau, und dann haust du den Muster in die Mikrowelle. Ja. Hack auf Veggie-Hack auf Basis von Erbsen und Jackfruit. Okay. Proteinreich, bio, vegan, schnell und einfach zubereitet. 500 Gramm. Also 75 Gramm entspricht dann 500 Gramm Hack. Okay, was macht man damit? Wie macht man das? 50 Gramm Veggie-Hack mit 250 Milliliter Wasser wahrscheinlich, kochendem Wasser oder Gemüsebrühe übergießen, 2 Minuten quellen lassen, Sieb abtropfen lassen und dann wie gewöhnliches Hack verarbeiten. Also es kocht quasi dann auf kurz. Und dann wie Hack, also brätst du das auch an. Mit Schweinespeck und Schnitzelsoße. Also hier bin ich tatsächlich gespannt, wie das dann schmeckt. Ja. Wenn man das dann halt mit, ja, was nimmt man denn da zum Anbraten? Würde ich jetzt sonst irgendwie wahrscheinlich wieder Butter nehmen oder irgendwie sowas Fettiges. Ja, ja, normal halt Öl, ne? Was hast du da? Können wir ein bisschen getrockneten Tag essen. Müssen aber erstmal nass machen. Ich hab hier Vitamin C. Ja, nicht schuldig, not guilty. Sweet ja, Revolution. Das ist auch vegan. Branche oder die Firma hatten wir schon mal, ja. Ja. Bio, organisch und vegan. Hm. Müsste jetzt von der Konsistenz halt auch wieder ein bisschen anders sein. Ah, ist halt wieder so, ja,
Seemotive, also Meeresmotive, Schnecke. Hoffentlich keine drin. Oh. Oh. Krasse Konsistenz. Mhm. Die ist sehr weich eigentlich. Also irgendwie schmeckt. Im ersten Moment so nach, ein bisschen nach Kräuter geschmeckt, oder? Mhm. Aber irgendwie ist es auch ganz schnell weg. Also ist jetzt anders als die normalen Gummiviecher, die man so kaufen kann. Du beißt rein, das ist sofort durch. Also ohne, ohne Widerstand. Sehr soft, ja. Das suggeriert eigentlich, dass es bissfester wäre. Aber so vom Fruchtgeschmack ist es auch immer ganz lustig, ne? Ist interessant, ja. Also die Konsistenz und der Geschmack ist auf jeden Fall mal was anderes. Ja. Schmeckt aber. Hast du noch was? Ich hab hier noch was, ja. Hafer und Karamell und Proteinbar. Extra Chocolate. Soft Karamell. Das ist für später. Wenn ich mal wieder zum Sport gehe, dann zieh ich mir da rein. So, Brandminis hatten wir auch schon mal, ne? Ich glaube. Ja, ich glaube ja. Waren jetzt nicht so geil. Ach je, das ist ja so Knäckebrot. Ach nicht Knäckebrot, ja, Zwieback. So Zwieback. Ja, aber die sind, aber mit Karamell. Die sind ja nicht mal so übel. Komm mal, das ist okay. Ich hab als Kind die hasst Knäckebrot. Ach. Zwieback. Echt? Oh, das habe ich so weggegessen. Nee. Kiloweise. Ja. Wow. Ich fand das gut. Also, du bist nicht so begeistert, ja? Aber, ich wollte dir was Geiles zeigen. Haben wir schon. Nee, es Rahmgeschnetzeltes. Bio-Würz-Mix Rahmgeschnetzeltes. Gut, das Geschnetzelte wird wahrscheinlich dann immer noch Fleisch sein. Das ist ja nur die Soße, du musst das Fleisch extra kochen. Ja, na klar, es ist jetzt nur die Soße, aber warum das jetzt hier irgendwie Bio... Das ist nur Bio, ist nicht vegan. Heißt ich nicht. Dachte aber auch so, dass genau diese Branche eigentlich schon fast tot ist. So, ne? Tütensuppen oder so. Ja, ja, die ganz Knorr. Aber wir waren irgendwie letztens einkaufen und ich habe da eine Reihe von Knorrtüten gesehen, wo ich dachte so, wer kauft denn das noch? Ja, aber letztens war ich bei Kaufland zum Beispiel, da war diese ganze, glaube nicht Knorr, sondern die Maggi-Reihe, war, das ganze Regal war komplett leer. Dann warte im Angebot. Dann warte im Angebot. Ja. Also manche Aufläufe habe ich auch damit, muss ich sagen. Ja? Okay. Wir holen sowas eigentlich selten, ja. Lange nicht mehr. Aber ich sag mal so, wenn es schnell gehen soll, holst du sowas. Kommt natürlich mal auf die Preisfrage drauf an. Ob das jetzt aber einen Unterschied zu Knorr oder Co. macht oder ob die Inhaltsstoffe anders sind, weiß ich nicht, weil das ist letztendlich ja nur ein Würzmix. Also eigentlich... Ja, Soßenbinder drin. Vielleicht ist der ein bisschen anders, das weiß ich nicht. Streng genommen ist das alles eine Mogelpackung, wenn man es so nimmt. Ach, naja. Hey, komm, das ist Bio. Steht drauf. So. So. Oh, Pommessoße. Mann, ey, da hätten so geile Sachen drin sein. Wir kriegen Pommessoße. Ach du, das ist aber, ne? Ja. Mit dem. Was hätte sein können? Hotdog-Soße, Hamburger-Soße. Ja. Das ist ja falsche Fleisch. Machen wir jetzt mal Pommes. Ja, ist falsch. Doch geil. Das wird wahrscheinlich einfach Mayo sein. Nein, Pommessoße. Ja. Die ist teurer. Ist schon offen. Cheese-Soße. Was? Die Chili-Cheese-Soße. Die ja gerade aufgemacht. Ja, aber trotzdem, ja. So, ich dachte, dass man eigentlich immer das hier zu. Ich mache hier mal ein bisschen Pommessoße drauf. Und? Was ganz Besonderes. Ja? Hm? Mayo für 5 Euro. Schmeckt ein bisschen wie Mayo, stimmt? So ganz leicht schmeckt es nach Mayo. Ich weiß nicht warum. Die aber Säure, aber ich finde es angenehm, ist eher süßlich und nicht so viel Säure drin. Auch sehr dünn, ja. Ja, aber es ist halt nur eine Mayo. Also du kannst dem Kind einfach einen anderen Namen geben und dann ist es halt Pommessoße. Ja, die ist halt auch immer teurer, ne? Ja. Muss man wirklich so sagen. Ich habe irgendwie noch Durst. Ah, okay. Garlic, Vitaminwater. Und wieder mit Wassermelone geschmeckt. Oh, Wassermelone, Minze. Naja, gut, okay. Oh, das Knerzje, oder was steht da drauf? Knerzje. Knerzje. Ja. Helles Kellerbier mit Brot gebraut. Mit Brot gebraut. Na, dann schmeckt das jetzt wie ein halbes Brot. Brot. Ja. Vielleicht ist es ja, wie sagt man, ein halbes Bier ist ein Schnitzel? Jetzt halt ein halbes Bier, ein halbes Brot. Sieben Bier sind auch ein Schnitzel. Ja. Sieben Bier sind auch ein halbes Bier ist ein Schnitzel. Was, sieben Bier ist auch ein Schnitzel? Sieben Bier sind auch ein Schnitzel. Ich bin kein Biertrinker, ich weiß das nicht. Können ja alle tauschen, wenn du möchtest. Nee, es schmeckt aber. Schmeckt aber gar nicht, finde ich jetzt gar nicht so nach Wassermelone, weil die Minze bringt halt noch so ein bisschen mehr Frische rein. Oh, du teilst? Das war sie auch immer mit meinem Bier-Buddy. Bier-Buddy. Und Sophie ignorierst du jetzt einfach mal eiskalt, wa? Ja, Sophie ist nur für Schnaps. ey, das war Schnaps draußen. Habt ihr das gesehen? Das wäre Bio-Bier vom Bioland. Mhm. Okay. Erfrischungsgetränk mit Wassermelonen, Minzgeschmack. Schmeckt so ein bisschen wie Eistee eigentlich. Das ist ganz lecker. Jetzt bei diesen fetten Deckeln machen die das ja? Ja. Digga, könnt ihr durchdrehen.
Ja, aber den kannst du wenigstens nach hinten klappen, richtig. Ja, und das ist nicht wie bei Coca-Cola, wo es dann irgendwo rumhängt. Die haben es ja richtig schlecht nachgemacht. Die Nase piekt. Ja. Und ich finde es auch fürchterlich, dass die Deckel jetzt immer fest sind, weil irgendwie trinkst du und irgendwie kippst du es immer ins Gesicht. Also den Deckel dann, meine ich. Aber so ist ganz lecker. Oh, Backerbsen. Ja, geil. Ihr kennt doch noch. Für die Linsensuppe. Natürlich gut. Hafer, Sylter, Art, Dressing. Mm. Ja, ist... So, guck mal, nee. Ja, genau. Sieht so komisch aus. Jetzt bin ich gespannt. Natürlich gut Hafer. Doch? Mhm. Na, dann steck mal einen Löffel rein. Ah, passt nicht. Komisch sieht schon aus. Ja, ist ein Pfeffer. Nee, so die Konsistenz. Hä? Hey, bin ich jetzt blöd oder schmeckt das einfach irgendwie nach einer Schmalzbämme? Ja, so und irgendwie ein bisschen süß. Senf so und mhm. Ja. Aber ja, nicht schlecht eigentlich. Also es klingt beschissener, als es schmeckt, ja. Muss man ehrlich sagen. Nach natürlich gut und Hafer-Sylter Art Dressing, da verstehe ich gar nichts drunter. Aber es schmeckt irgendwie wie eine Schmalzstulle, wo du den Schmalz drauf hast mit Salz oder so. Ja. Und dann aber ein bisschen süßlich. Also tatsächlich besser. Als sie das. Jo. Nicht schlecht. Wieso hätten wir das mal nicht aufgemacht? Hätten wir das nicht gewusst. Ja, dann müssen wir die Woche noch Salat essen. Warte, ich hab hier noch was. Vielleicht können wir das ja mit irgendwie kombinieren. Miracle Whip. Ja. Nicht? Ist jetzt eigentlich. Ist halt, Light Mayo. Ja. Ne? Die haben wir aber schon mehrfach drin gehabt, glaube ich. Ne? Die benutzen wir aber auch zu Hause. Ja? Ja. Oh ne, sowas holen wir, glaube ich, gar nicht. Ja. So. Wie viel hast du noch? Ich bin gleich durch. Ach Mensch, toll, schön. Mensch. Kräutermango. Ja, da steht Kräutermango drauf. Mehr als Bio von Demeter. Ja, cool. Mario. Ja gut, brauchen wir es nicht aufmachen, wir haben die schon aufgemacht, weil sonst, das können wir alles gar nicht mal wegessen. Ich hab hier noch. Ich hab auch noch was. Oh, ich hab was anderes. Oh, ja, Dr. Pepper. Wenn man sich bei beiden nicht. Ja, Dr. Pepper. Kennt man schon? Und du hast hier Rain, Total Body Fuel, Razzleberry, was? Razzleberry. Aber hier mit BCAAs und Aminosäuren. Also direkt wieder Fett für den Sport. Was ist das für eine Marke? Also mir kommt das Symbol irgendwie bekannt vor. Rain? Schon mal gesehen, aber noch nie. Der sieht aus wie ein Spartaner oder Twitch oder Amazon Prime oder so, keine Ahnung. Amazon Prime. Auf Steroide. Fanta Orange. Zero. Zucker. Die mit der mit ohne. Dem neuen Logo, ne? Die haben wir hier. Ja, ne? Ja. Also war jetzt eigentlich ohne Besonderes. Mit dem Retro-Logo. Ist das alle? Lea. Guck mal, das Gewürz kostet 99 Cent. 99 Cent? Ist okay, das vegane Hack. Meine Linsensuppe hat 1,29. Oh, das ist aber teurer. Guck mal, das vegane Hack kostet 2,99. Ja, aber wenn du sagst, okay... Kriegst aber auch 500 Gramm raus. Genau. Ja, okay. Könnte man, aber aus 75 Gramm, 3 Euro ist natürlich dann eigentlich schon teuer. Auch wenn das dann zwar mehr wird, aber ja. Ja. Das kostet 1,50 der Energy. Benz Reis 2,30, das ist normal. Ui. Das Bier 1,99. Oh. Das ist heftig. Das ist teuer. Ja. Vor allen Dingen ist es doch schon alles. Und hier die Kräutermayo auch 3,59. Boah. Die Miracle Whip liegt somit bei, da haben sie keinen Preis reingeschrieben anscheinend. Porridge kostet 4 Euro, das war fast klar. Und die schmelzbaren Weihnachtsmänner da 2,50. Ja. Ja. Proteinriegel 2,30. Oh, hier, das Vasa auch 3 Euro. Was? Müsste ja deins dann auch so. Die Brand kosten 1,50. Die kosten 1,50, die Chips. Ist okay. Ja. Naja, okay, gut. Ja. Gut, dann ja. Haben wir die beiden Kisten schon mal weg, oder? Ja. Ja, wer will, wer hat noch nicht? So, ich mach eine Kiste ran hier. Die Chips der erste, oder? Du hast bestimmt auch Chips drin. Nee, ich hab bis jetzt nur YouTube für mich gesehen. Das verstehe ich nicht. Also viel Schokolade. Oh, Salty Peanut Vollmilch. Und ich hab hier Erbsen-Pisali. Hä? Also das sind Erdnussflips oder was, aber aus Erbsen? Scheinbar. Okay. Und gleich die ganze Tafel inhalieren. Nee. So, also ich habe hier irgendwie komische Schoten. Das ist dann irgendwie, was auch immer das darstellen soll. So viel zeigt erst ja nicht die Steckleim. Ich habe hier auch. Also das riecht auf jeden Fall übelst nach Erdnussbutter. Nee, schlimm, wenn es nicht so wäre. Also meine schmecken gut gewürzt. Salty Erdnussbutter, ne?
Ist übrigens Produkt des Monats Februar. Schon gar nicht so lange her. Die sind doch richtig geil. Und das ist, glaube ich, was für dich. Ja? Na gut. Ja, du stehst ja auch auf diese Wies. Ja, die Erdnuss-Wies. Aber hier, die schmecken auch gut. Gut gewürzt. Oh, das passt nur zusammen, Baby. Merke ich auch gerade. Aber ja, sind auch lecker. Aber die Schokolade ist auch echt lecker. Ich merke gerade die Erdnusscreme nicht. Nee? Nee? Doch, die ist sehr intensiv, das kann ich jetzt sagen. So ganz langsam kommt sie rum, aber nach den Gewürzen schmeckt das gerade nicht so. Aber für mich schmeckt das auch kaum gewürzt. Also, wir sollten uns vielleicht erst für uns entscheiden. Wenn du sowas holst, dann hole ich dir passend. Ey, das ist ja schon wieder die Sorten. Ja, da siehst du mal, was gerade in der Bewerbung wahrscheinlich ist oder was Neues. Ja, ja, Würzmische Chili con Carne. Ja. Kannst du direkt mit nach Hause nehmen, esse ich nicht. Ach, stimmt. Chili con Carne mag ich halt nicht. Ja, ich habe jetzt hier Saucy Noodles Sweet Chili. Also heiß Wasser drauf, hast du dann halt deine Nudeln mit süßem Chili-Geschmack. Habe ich so noch nie gesehen mit süßerer Soße. Also, Sweet Chili ist eigentlich. Weil, das sieht öfters ja so aus, als wenn das richtig so zu so einer roten Soße denn so ein bisschen wird. Ja, das kann jetzt täuschen. Aber kann auch sein, dass hier so eine Farbe hat, das weiß ich nicht. Müssen wir ausprobieren? Mhm. Ja, müssen wir ausprobieren. Genau. Ist, glaub ich, du hast den Mais zu meinem Chili. Ja, geil. Da haben wir schon fast zusammen. Und Mais haben wir auch schon aus dem Dings davor. Ja, ja, stimmt, ja. Können wir ja richtig eine Runde essen machen. Ohne Salz und ohne Zuckerzusatz. Sonnenmais, dampfgegart. Ja, Mais ist jetzt auch nicht so meins. Doch, geht schon. So, wollen wir Mikado aufmachen? Oder weiße Schokolade? Also von meiner Seite aus nicht. Nee, würde ich nicht. Willst du auch nicht. Ja. Außerdem, kommt noch mehr. Hab ich die nochmal. Zweimal. Zarte Gabe. Kann ich toppen. Wir sollen das nicht so knallen, das ist mir gerade aufgefallen, weil das ist respektlos. Also nochmal leise bitte. Ja, danke. Kann ich toppen. Kaskade und Minze. Wer mag Tee? Ich nicht. Und auch mal riecht. Riecht gut, ja, oder? Aber also riecht nach Minze. Ja, nach Minze. Mal wie krass das Koffein mit bei uns gleich. Oh, Dark Chocolate. Haben wir nicht beim letzten Mal gemacht? Ja. Hat bestimmt. Ja. Ist halt Schokolade und so ein Mikado. Ist ja noch meine Kiste. 12 Jahre alt. Ja, Likör ist ja langweilig. Aber ich habe hier 12 Jahre alten Singleton. Single Malt Scotch Whisky. Ja, dann? Der ist ja gut zum Kehlefreibrennen. Aber also, dann auf Ex, Ronny. Eigentlich. So, hey, wenn ich mich schmutzig wieder singe und ich kann nicht singen. Dann kannst du singen. Und schmutzig sein kannst du auch nicht. Ah. Hast du eine Ahnung? Hat einer Bock auf Eierlikör? Ja. Ich nicht. Marci, auf dich. Prost. Prost. Jo, danke. Also, was war das? Hast du jetzt deine Lippen befeuchtet? Ja. Man kippt sich einen Whisky nicht rein. Man muss ja erstmal entfalten, was ist denn da drin, und man braucht immer einen zweiten Schluck, damit man sagen kann, wie gut der schmeckt. Okay. Und? Marci prügelt sie nicht dahinter. Also dafür, dass er 12 Jahre drin ist, schmeckt er im ersten Moment erstmal ziemlich dünn. Muss erstmal ein bisschen wärmer werden. Das ist Single Malt Scotch, ne? Hm. Dann ist er ziemlich rauchig. Okay. Ist jetzt auch direkt im Rachen so drin. Dann also der Eierlikör ist top, aber der unterscheidet sich jetzt nicht irgendwie von anderen. Oh, der Whisky ist auch okay. Ich glaube, der ist aber jetzt nicht so gut abgeschmeckt. Kostet 27,99 die Flasche. Ist nicht teuer für den Whisky. Nee. Merkst du auch, weil der halt einfach noch ein bisschen leicht sprittig schmeckt. Ist eine geile Kombination jetzt hier. Guck mal, ein bisschen Kaiserschmarrn mit Rosinen. Und dennoch hier ein bisschen Mandel-Nougat-Creme obendrauf mit ohne Palmöl. Ja. Also, das klingt gut. Die probiere ich jetzt nicht. Kaiserschmarrn, geil, Alter. Das ist geil. Habe ich tatsächlich, glaube ich, noch nie gegessen. Solltest du mal, ist wirklich lecker. Ist richtig lecker. Die sind richtig geil. Hutlücke. Das ist bestimmt auch richtig geil. Haselnuss-Brownie und hier haben Karamell-Bites. Knackige Schokokeks umhüllt von sanft cremiger Werthers Karamell. Meine, das sieht ja bei dir genauso aus wie bei mir. Ist ja krass. Dieses Karamell von Werthers ist so einfach einmalig. Das Karamell ist aber ein bisschen dominanter als die Schokokekse. Hm, das stimmt. Ich würde nur die Schokokekse nehmen wollen. Oh ne, das ist schon eine geile Mischung. Muss ich jetzt das Ding essen? Ja. Schön weich.
Und hat den klassischen Proteinischmack. Staubtrocken. Pulverig. Und wie hatte den komischen Geschmack? Das schmeckt nach, aber nicht nach Haselnuss. Nee. Und dann in der Brownie. Ich hab jetzt Staubflocken im Mund. Ja, ich will nicht mehr. Das schmeckt irgendwie groß. Also am Anfang ging's, aber umso länger man kaut, umso schöner wird. Krümeliger wird. Oh. Und wie oft wir die Dinger jetzt schon hatten. Das war bei Chocolate Chip Mini. Und sonst waren die wahrscheinlich sonst auch immer, ich weiß es nicht. Ich hab hier Organic. Ein organischer Drink. Ingwer Minze. Schön. Oh, das riecht sehr ingwerlastig. Irgendwie. Also irgendwie kommt Ingwer, aber der Geschmack von Ingwer ist irgendwie nicht da. Das ist ganz komisch. Ingwer ist ja, du merkst es aber an der Würze, am Abgang im Hals merkst du, dass da der Ingwer drin ist, weil es ein bisschen scharf ist. Mhm. Krasser Geschmack irgendwie, also. Ist aber so ein Geschmack, den muss man wieder mögen. Also das ist halt, Minze ja, Ingwer auch, aber irgendwie beides gibt sich so die Klinke in der Hand. Also ich finde Minze jetzt schon relativ dominant und dann kommt wiederum ein bisschen die Schärfe vom Ingwer. Also ist eigentlich schon ganz geil. Und manche würden sagen, wahrscheinlich müsste ein bisschen süßer sein oder so, aber. Ist jetzt sehr, also, ach so, genau. Also süß eigentlich gar nicht, also sehr herb. Oh oh, Ronny kriegt Augen. Ich hab schon wieder was Doppeltes. Ah, toll. Ich nicht. Paloma. Paloma. Und du hast jetzt die Hafer-Karamell-Kekse, die wir gerade eben schon hatten, ne? Ja. Ja, dann packen wir hier weg. Hier, komm, für dich. Paloma. Mexican-Style. Kommt mir aber auch bekannt vor. Ja? Nee. Aber wahrscheinlich kommt dem Philipp bekannt vor. Ist da noch was drin? Die ist aber, die ist geil. Die schmeckt gut. War die? Die Limo. Kennst du die schon? Ja. Ihr nicht? Nee. Ha! Ich kauf sowas nicht. Also von der Farbe her würde ich schon nicht kaufen. Grapefruit. Oh, ich mag Grapefruit aber auch einfach nicht. Nee? Ja, das ist so geil. Diese bittere. Ja. Oh, mag ich nicht. Musste ich als Kind immer essen und ich mochte es auch nicht. Ich mag. Aber als Getränk. Also ich mag eigentlich bitteren Geschmack einfach nicht. Ich weiß nicht, was man. Das ist unangenehm, finde ich. Das stört mich zum Beispiel nicht. Aber Grapefruit schmeckt halt nach Grapefruit als Brause im Prinzip mit Kohlensäure. Schmeckt fruchtig, ist angenehm, schmeckt also auch nicht wahnsinnig süß. Also geht es noch zurück, die Bittere, muss ich sagen. Das ist noch in Ordnung. Ist okay. Ach, kiek mal. Wem wollen wir jetzt ärgern? Na Daniel, hast du Bock drauf? Ich hab für uns Hofer alkoholfrei. Das ist ja quasi betet das Gleiche eigentlich, bloß dass das Alkohol hat. Und das ist Naturtrüb. Nee, Summerspeed ist. Ach stimmt, das ist ja eher ein Weingetränk, ne? Apple Cider, ja. Ach ja, schön. Ich mag ja beides nicht. Also lass mal zu. Da muss ich Ronny mal beiwohnen. Das Cider-Zeug, das mag ich auch nicht so. Das muss schon richtig, das muss ja richtig kalt sein. Richtig kalt kann man mal eins trinken so. Aber, ja. Also kommt so. Also mit sowas habe ich meinen ersten Trichter getrunken. Und dann kommt Sache ins Tageslicht. Und dein letzter. Danach konnte ich das doch mit Bier. Ich habe noch nie einen Trichter getrunken. Nee? Nee, ich wüsste ja nicht, warum ich das machen sollte. Jetzt mal in die Kommentare, weil man. Nee, lieber nicht. Ronny? Nächste Sommerparty machen wir. Mit Wasser. Das will ich sehen. Mit Wasser. Nee, Ronny mit Whisky denn. Dann kommt da gleich nach hinten hoch. Ja, dann ist aber direkt instant vorbei. Alter, wie viel Alkohol ist denn hier drin? Ist alles alkoholfrei. Gerade naturtrüb. Vollmundig fruchtiger Geschmack mit Zitronen, mit Naturtrüber Zitronen. Und Limonade. Aber Naturtrüb schmeckt immer richtig gut, das mag ich. Das muss ich mal kosten. Proteinquelle steht natürlich wieder drauf. Naja, das ist klar. Aber jetzt zum Bitburger Rahn ist er auch mit 1,9%. Ja. Ah ja, siehst du ja. Hier, riech mal. Ja? Riecht frisch. Riecht frisch, voll gut. Zitronisch. Sieht doch viel aus. Also ein Radler trinke ich tatsächlich auch mal ganz gerne. Der schmeckt nämlich halt nicht nach Bier. Dann und ist halt erfrischend, wenn es kalt ist. Und dann kommt halt Zitrone mit rum. Das finde ich ganz angenehm. Und die hier schmecken wirklich mal nach dem Barbecue-Honig. Also sonst steht immer meist Honig-Barbecue drauf und schmeckt nur nach Barbecue. Aber hier kommt diese Honignote. Das zieht mit rum. Ja, ist auf jeden Fall süß.
Proteinquelle. Und dann das ganze Fett, was da alles mit drin ist und jetzt ein, naja. Das schmeckt echt lecker. Das Fingerfood, das geht auf jeden Fall weg. Cool. Alle? Ich habe alle gemacht. Du noch nicht? Also ich habe hier noch ein Kirschbier. Oh, wie viel so Kirsche? Schwarzbier. Strawberries. Ich würde sagen, die machen wir auch. Aber dafür, dass es ein Schwarzbier ist, hat es auch bloß 2,8. Aber ja, das ist wahrscheinlich die Mischung. Die Mischung, ja. Aber das Schwarzbier ist ja 6 oder 7, ne? Andersrum bei Kirschporter zum Beispiel, die machen ja auch dieses Kirsch-Schwarzbier. Das hat über 5 Umdrehungen. Okay. Ja. Hier steht Mix drauf, liegt vielleicht daran. Ja. Die sind ganz schön sauer. Findest du? Ja, du nicht? Ne, irgendwie nicht. Aber ich muss gerade ganz schön in die Sicht verziehen. Ich wollte gerade sagen, die sind lecker. Aber bei sauer bin ich sowieso ein bisschen empfindlich. Ich nicht. Überhaupt nicht. Nee, jetzt geht's. Ja, der erste Bissen war ganz schön. Vielleicht haben wir die Zunge schon weggebrannt mit dem ganzen Zeug, was wir jetzt schon reingezogen haben. Mhm. Schmecken. Auf jeden Fall nicht so künstlich, wie Erdbeere sonst schmeckt. Ja, das stimmt. Aber das saure Zeug hätte man auch weglassen können. Ich verstehe das auch immer nicht, warum das da drauf muss. Ja, viele stehen richtig auf sauer. Ja, das stimmt. Ich habe letztens irgendwo eine Umfrage gesehen. Wie viel sauer mögt ihr? Und dann irgendwie ganz viele sagten, ja, ganz schön viel sauer. Das war bei uns im Broadcast. Siehst du? Letztens habe ich da eine Umfrage gesehen. Achso, wir haben übrigens einen Broadcast-Channel, ne? Falls mir das noch nicht aufgefallen ist, auf Instagram. In Folge der sauren Bonbons? Ja. Ja. Die waren echt sauer. Die waren, waren nicht so geil. So. So, alle bei dir oder was? Dann reich mal rüber. Ja. Aber, was wir vorhin vergessen haben, Highlight. Aus. Ja, war zum Schluss. Aber hat ja schon vergessen. Ja. Boah. Also, ich glaube, mein Highlight wären Ronnys Karamellbons da gewesen. Die Werthers Original? Die Werthers Original, jo. Ja. Ich fand jetzt tatsächlich aus der Kiste diese Snacks hier. Die finde ich von der Würze ganz geil, schmecken lecker, frisst sich weg, futtert sich weg, meine ich. Riechen gut. Ja. So, Sonnenmais 1,20, Maggi 1,50, die Asiasuppe. Getränk, Überraschungsprodukt, das habe ich übersehen, Radenzente 2,89. Produkt des Monats tatsächlich. Die Greenpeace kosten 1,99, die du gerade in der Hand hast. 1,99. Ja, aber es ist ein normaler Preis und es geht dafür eigentlich noch. Cliff 1,39, der Whisky hat mir gesagt 28, wie gesagt, ist jetzt nichts Besonderes. Ja. Dann 99 die Tüte, 2,75 für den Supreme Organic Drink, das ist teuer. Ja. Ja. Meint, der war ganz lecker, aber ich finde den jetzt schon echt teuer dafür. Ja. Öltiers 1,99, Mikado 2 Stück für 1,69, ist auch okay, Dr. Oetker Kaiserschmarrn 1,50. Ja, kann man wahrscheinlich auch selber günstiger machen. Da haben wir gesagt 1,40, dann war es ja doch nicht so günstig. Somersby Brand 1,50, Power System 1,50, kostet 83 Cent und die Trolley 1,9, ja, normaler der Preis. Rest ist Neuer? Warm. So, okay. Jo. Alles schöne Ausbeute. Bunte Mischung, aber ein paar Sachen doppelt mit der Kiste davor. Oder ja, ähnlich. Gut, das ist ja, kommt ja immer mal vor. Ja. So, Trend Raiders, jetzt bin ich ja gespannt. Das war doch das, wo letzte Mal auch das Öl und so bei war. Das Gesichtsöl. Das stimmt, das war ja mit allem gut gemischt. Ich dachte, ich krieg mal zu früh, jetzt krieg ich wieder Beauty-Kram. Oh, ist nochmal so extra so. Sieht sehr schön verpackt aus. So, wie der Stinker muss. Aber ist blöd, eine Scheibe. Der fängt jetzt schon mal an der Stimme. Oh, siehst du? Oh. Ein Polierstein. Universalstein. Endlich mal nichts zum Ankosten. Keine Gefahr mehr für Kinder, biologisch abbaubar. Sparsamer Gebrauch, umweltfreundlicher Reinigungs- und Polierstein, gift- und säurefrei. Ja. I-Bims, der Bimsstein. Was macht man mit dem? Keine Ahnung. Auftragen, polieren. Also ich kenne ja, aber was? Ich kann da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben privat was anderes, also von einem anderen Kai? Kai ist jetzt auch dabei. Ich klinke mich einfach mal ein. Also wir haben sowas und damit kannst du zum Beispiel auch wunderbar Keramikwaschbecken sauber machen. Oder Badewannen und so weiter. Weil das hat so einen ganz leichten Poliereffekt halt. Entschuldigung. Wenn es bei dem auch so sein sollte. Entschuldigung. Kommt drin und schon alles gekappt. Kein kommt drin, sagt. Ich setze mich einfach dazu, bin total ruhig. Ich wurde von Sophie offiziell dazu geschalten. Ja. Naja. Freigeschalten. Ja, ja. Aber interessant. Ja.
Ja, habe ich auch noch nie benutzt. Ich kann auch einfach nichts dazu sagen. Deswegen fehlt mir gerade ein bisschen die Worte. Das ist schon eigentlich ein geiles. Ich habe hier. Das war eine geile Überleitung, oder? Ja, super. Ich habe hier für Männer ab 40 Anti-Aging-Creme. Cool, dann darf ich die auch benutzen, ja? Kloppt euch drum. Keine Ahnung. Das du, Freundchen, wart mal noch 1, 2, 3 Jahre. Hey, hey, so ein bisschen länger. Du, sonst kommen wir mal hier mit der Politur, mit dem Politur. Schön die Glatze polieren. Mehr. Was mehr? Nee, nee. Also geruchsneutral? Ja, nach irgendwas riecht es, ich weiß aber nicht was. Anti-Aging. Warum nicht so viel? Das verteilt sich gut. Nourishing und Purifying. Ich hoffe, das zieht schnell ein. Mal in Frankreich. Serum-Infused Moisturizer. Ja, nee, ist klar. Oh, das zieht ja ein straff. Mask. Das ist eigentlich fürs Gesicht. Ja gut, ich habe jetzt... 5 Jahre jünger aus. Siehst du das? Ich habe jetzt faltenfreie Hände. Oh ja. Krass, oder? Ich habe sowieso... Ja, ja. Meine Falten sind alle weg. Oh, geil. Wie schnell das geht. Super, kann man empfehlen. Was guckst du denn so? Ich gucke mal, was du hast. Ich habe jetzt hier Johannisbeer Dressing. Okay. Geil. Also die Marke hatten wir schon. Oh, er hat gerade gedacht, dass er jetzt was zum Wegschlürfen hat, aber... Vegan, glutenfrei, laktosefrei, sojafrei mit Süßungsmitteln. Ohne Zucker und ohne Fett. Was denn für dich wie Salat. Bunt, knackig, frisch, lebt wie ein Dressing. Leicht, geschmeidig, Geschmack von einem... Davon hat man mal ein Caesar-Dressing. Kann man ja trinken. Das Süßstoff? Das ist Süßstoff drin. Ja, das ist so ein Öl-Dressing wahrscheinlich. Also, so also Süßstoff im Dressing finde ich jetzt aber schon ein bisschen komisch. Ja, ein Dressing muss man auch dazu sagen, normale Dressings sind echte Kalorienbomben. Ja. Das ist immer aber auch so wird immer Zucker ran. Viel aber eigentlich auch immer mit Süßstoff gearbeitet, auch früher schon. Ja. Und was hast du da Schönes? Play and Chop. Bio-Schokolade plus Spielzeugüberraschung. Milch, Nuss, Gluten und irgendwas frei. Okay. Waldtiere. So ein Puzzle? Nee, kannst du das zusammenstecken? Kannst du mehr zusammen basteln? Ach nee, ist ja nicht. Das ist ein Eichhörnchen. Maulwurf und ein Bogen. Maulwurf soll das sein? Und würde ich jetzt behaupten. Ich hätte jetzt gesagt, das ist ein Eichhörnchen. Nee. Ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt, was es sein soll. Also ein Frettchen ist es nicht. Steht das drauf? Nee, ja, das hat da so einen Schwanz nach oben. Das ist der Dachs. Ach, ein Dachs soll das sein. Na ja, gut, dann bauen wir den kurz zusammen. Dachs nicht. Du kannst aber auch schwarz. Das ist egal. Und dann haben wir noch zwei Kekse. Was ein Zufall, ey, Ronny. Zwei Kekse? Zwei Schoki? Zwei Schoki, aber wir teilen. Oh, nee, die kann man so teilen. Eins mit so einem Herz hier. Oh. Und dann eben mal mit so einem Play-Button. Ja. Play. Okay. Und ich komm weg. Das ist jetzt die grüne Überraschungsei-Alternative. Wow. Schmeckt super toll, oder? Ja. Ist die zuckerfrei? Ist die Zucker... Schokoladenfrei. Nee, ist nicht zuckerfrei, aber ich sag mal 3,6 Gramm Zucker in Schokolade ist schon recht wenig auf 100 Gramm. Ja. Und so schmeckt es auch. Leider. Zeig mal dein Tier da jetzt. Schmeckt so mein Tier ist fertig. Das hat da einen Wurm im Maul oder so oder... Hat einen bunten Schnurrbart, ich habe keine Ahnung, was da steht. Vielleicht ist ja ein großer Wurm. Vielleicht ist es ja auch Insektenschokolade. Na, das wäre dann lecker gewesen. Dann hätte ich nichts auf Proteine bei gehabt. So, ich habe ja auch was ganz Schönes. Dann habe ich auch was Schönes. Ich habe. Was Schönes? Müsli oder was? Nee, Nüsse. Nee. Skin Biome Boost für ein verbessertes Hautbild mit bei unreiner Haut. Mit Niacin für die Haut enthält Milchsäure, Bakterien ohne Direktannahme, auch ohne Wasser. Oh, nee, also Direktannahme ohne Wasser. Das ist ja nur Janisch für dich. Ich brauch das brauchst du natürlich. Nee, von Natur aus schön. Richtig. Aber wir gucken können wir mal. Oh, guck dir das an. Ach, krass. Nimm mal das. Pülverchen. Skin Appeal Skin Biome Boost. Macht man das nicht mit Wasser oder so? Warte, na, du hast da noch diesen Joghurt-Dressing, den kannst du hinterher zwitschern. Schmeckt süß. Ich krieg die da hier richtig auf. Schmeckt süß. Ich finde bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Sollt ihr Strohhalm geben oder was? Jetzt zum Sonderangebot von 79,99. Ja, die Preise sind doch hier auch bestimmt irgendwo. Ja, da gucken wir mal. Das Müsli, das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus mit Cashews. Okay. Geröstete Nüsse. Geröstete Nüsse. Aber probieren wir mal bei Gelegenheit. Ja. Sieht gut aus. Oh, hier ist sogar noch was bei. Oh, wieder eine Maske für dich? Weiß ich nicht. Doch, ja, Slow Aging Sheet Mask.
Leider war es bei dir drin. Also bei Ronny ist das absolute Thema gerade so Haut und Cremchen, ne? Ja, aber jetzt war die Maske bei dir drin, das weiß ich nicht. Die Maske aus der Verpackung nehmen, auseinanderfalten und mit Gelseite auf die Haut auflegen. 5 bis 10 Minuten. Ich bin ja nicht. Ansonsten klatsche ich mir die hier drauf. Oh, als hätte ich die Hand gespritzt. Da. Sehr schön. Danke für die Information. Das ist schon echt. Mmh. Das ist auch wieder sieht deine wieder Farbe. Aus wie so ein vollgeschneuzter Taschentuch. Oh, farblich sehr interessant. Mhm, zu meinem, wie für dich gemacht? Weißen Tor heute. So hättest du auch. Wo ist denn jetzt bitte eigentlich die vollgeschmatzte Seite, die man sich ins Gesicht ziehen muss? Das sieht aus wie Bankräuber mit Schweinegesicht. Das ist selbst erklärend, so hättest du in einem 80er-Jahre-Slasher-Film rumrennen können. Ja. Wer macht's wirklich? Und es ist kalt! Kasse kalt im Gesicht, wie so ein Frettchen. Ist da nur ein Schnitt für den Mund? Ja, scheinbar. Schmeckt bestimmt gut. Okay, mach mal weiter. Ja, ich muss jetzt ja 5 bis 10 Minuten eintrocknen. Okay. Da hätte noch eine Aussparung für den Bart sein müssen. Mhm. Also ich habe hier eine Maske auf. Warum liegt hier kein Stroh? Ich habe hier übrigens Wunderbrot. Und? Dann heiz mal hier. Mit D. Und ich habe keine Ahnung, was das sein ist. Also kann man Backmischung. Das ist geil. Das haben wir mal gemacht. Das ist richtig gut. Das schmeckt richtig geil. Aber Marci, du kannst es ja mal vergleichen. Du hast ja mal Brot selber gebacken für unser Grill-Spezial. Direkt mal ausprobieren. Wenn ihr es nicht kennt, gerne mal angucken. Ja, ja, komm, pack weg. Ist super unwichtig. Marci, zu den Fakten müssen wir jetzt einfach mal kommen. Ja. Ich glaube, das wollte keiner. Dann ist aber ihr Daniel, da müsstest du jetzt eigentlich herkommen. Warum? Haar- und Skype-Serum. Okay. Der ist schon nackt. Ja, soll ja wieder was wachsen. Ich hoffe, nächste Woche hier ab. Rescue Treatment. Also es soll zum Haarwuchs anregen. Ach du Scheiße. Aber warum das... Aber es ist doch kontraproduktiv, I want you naked. Das heißt, du musst dich ja dann wieder rasieren, wenn es nachwächst. Das ist doch völlig blöd. Ja. Der hätte so sagen können, I want you hairy oder so. Harry. Ja, okay. Das gucke so, weil ich nicht weiß, was das sein soll. Ne, Langbinder. Sturmband. Ein Langbinder. Echt? Das passt zu I want you naked. Dann kannst hast du nur noch den Schlips an und dann ist sexy. Bandana, ja. Ach, echt jetzt? Andersrum, die Schleife vorne, glaube ich. Ja, klar. Also, Parsa ist aber, glaube ich, eigentlich eine günstige Marke. Das gibt's bei Kaufland und so. Ja. Mhm. 8,99 € steht hier drauf. Oh. Machen wir uns jetzt ein bisschen zum Löffel hier? Rambo oder was? John J. Rambo? Guck mal, da hast du ja dein Haustier drauf, die Libelle, die Tote. Jetzt die Frage, könnte auch eine Augenmaske zum Knoten sein. Aber mit einem Knoten im Hinterkopf bestimmt unangenehm. Naja, lassen wir mal. Ja, sanft-weich, wie würdest du das beschreiben? Könnte man... Sehr grün. Ist jetzt ein Multifunktionstuch, würde ich sagen. Ja, sieht aber eigentlich gar nicht schlecht aus. Ist jetzt auch nicht so mein Stil, aber... Nee. Manche lassen sich sogar tätowieren. Ich habe jetzt hier Nepali Gardens Himalayan Inner Joy Bio Kräutertee, also die innere Freude. Organic Herbal Tea. Riecht komisch, riech du mal. Riecht nach Kräutern, aber das jetzt mit der Maske. Ja, du hast das doch ganz schön verfrischt. Was? Boah, der ist gut. Ich habe sogar hier noch was. Hast du noch was? Hier. Hast du noch was? Ja, ich hab noch eine ganze Menge. Entschuldigung. Wie eine ganze Menge? Ich habe hier zum Beispiel noch Malzit. Das hatten wir schon. Bio-Brotaufstrich. Ich glaube ja. Ja. Ach so, ja, das war dann die ganz komische Konsistenz irgendwie, ne? Ansonsten hast du den Schwapp. Oh ja. Für einen Brotaufstrich? Ich glaube, den muss man durchrühren ein bisschen, dann wird das bestimmt. Durchtrinken, ja. Was soll das jetzt sein für. Ja, was für den Geschmack? Ich kann das leider nicht mehr kosten. Also hier ist eine Aronia. Eine Kirche auch. Kirche? Kirche? Kirsche. Kirsche. Ja, macht was damit. Herbstkohlrabi hätte ich hier noch. Von Düna. Demeter. Also kann man zum Einpflanzen. Zum Einpflanzen, genau. Super. Ein paar Samen. Das würde ich mir snacken. Dann habe ich hier was zum Trinken. Coconut Milk. For drinking. For drinking. Oh. Ich habe ja auch was zu trinken. Von Biogena One. Das ist so ein Beauty-Drink, oder? Aber, ey, hallo, ich bin dran. Oh, so für deine Potenzialentfaltung unterstützt deine Nährstoffversorgung ganz einfach. 7 Tage die Woche. Hello, Healthy Lifestyle.
13 Vitamine, 11 Mineralstoffe, 49 ausgesucht. 0% Pestizide. Also das sind so Sachen, die möchte ich eigentlich nicht bei irgendwas lesen, was ich esse. Aber es ist gut, dass man damit wirkt. Na, trink mal lieber nicht noch sowas, nicht, dass wir den morgen ja nicht mehr erkennen. Ja, nee, das ist ja mit meiner Maske jetzt hier schon, das kann ich ja gar nicht. Ich trinke jetzt erstmal die Kokosmilch, möchtest du auch mal pusten? Ich kann ja nicht. So, du musst ja jetzt nehmen. Bin ja verhindert. Ich muss schon mal weiter runter. Ja, ich schmelze. Mach mal von oben bitte. Ist nicht, die ist so leicht flockig, oder? Die ist leicht flockig. Nein, aber es ist doch Kokosmilch generell. Kokosmonus ja. Muss man ja auch schütteln. Hab ich doch. Hast du ja? Nee, hab ich nicht. Hab ich? Weiß ich nicht. Aber die muss so flockig sein, das ist normal. Schmeckt sie wenigstens? Schmeckt gut, ja. Also halt ist jetzt nicht Kokosnote, aber ist jetzt nicht so, dass es jetzt komplett in der Süße geht, sondern ganz dezent nur. Das schmeckt wirklich gut. Für was soll man das benutzen? Als Milchersatz oder? Ist einfach nur zum Trinken. Ich habe hier noch was anderes. Das ist auch das Letzte, was ich jetzt ausgepackt habe. Und zwar Klosterkitchen. Vitaminshot. Aki? Aki? Acai? Wie war das? Acai. Nee. Acai. Acai. Wird anders ausgesprochen. Okay. Ja, das wird anders ausgesprochen. Deswegen ist ein Shot Vitamin. Dann runter damit. Ja, kann ich gerade nicht. Rein in die Rüstung. Finger weg. Ich kann mir die Maske wieder abreißen. Die 5 Minuten na, sind oder um. Du klappst du so zur Hälfte hoch. Ja, seht ja nichts. Dann rollst du sein. Dann runter damit. Ah nein, sitz wieder auf. Ronny, wer, was schwitzt du denn eigentlich? Ja. Wer ist dieser, weißt du, wie anstrengend das hier vorne wer ist? Wer ist dieser junge, adrette, dynamische Mann? Ja. Mal diese Jungspinde da vorne. So, jetzt könnt ihr mir den Shot drin kippen. Also sieht aber sehr pulverig aus bei dir. Ja. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, aber alles fehlt nicht. Das ist jetzt das ohne Pestizide, ja. Ja, ja. Vielleicht. Hast du eins davon genommen? Okay. Ja, habe ich mir eins davon genommen. Du traust ja was. Oh. Oh. Nein, dann mach Stößchen erstmal hier. Beide. Auf die Gesundheit. Oh. Auf jeden Fall Ingwer drin. Schärfe und Würze merkst du gleich. Schmeckt, aber es schmeckt einfach nur nach Ingwer und von dem anderen Zeug, das merkst du eh nicht. Oh, war ja, ganz lecker. Da sind so, ja, so rote, da wird Chili oder sowas noch mit drin sein. Okay. Hat's ich hoffe Schärfe? Das, weil da sind so rote Flecken drin. Kannst du das sehen? Ja, hier sieht man so, da rote Punkte. Oh. Warte mal. Muss tiefer gehen. Tiefer, Marcel, tiefer. Naja, auf jeden Fall sieht man da so rote Punkte drauf. Das ist süß, okay. Aber schmeckt angenehm. Also ist jetzt nicht irgendwie eklig. Das sieht irgendwie aus wie so ein Algendrink oder so. Mhm. Das sieht ja wahrscheinlich auch. Naja. Dann habe ich hier noch Kaffee. Taste Fair Afrika. Bio-Kaffee aus Malibar, aus Uganda, der ist Malibar. Cool. Ich hätte aber jetzt mal eine Fachfrage. Ist jetzt vielleicht ein bisschen unpassend, aber Tiao Plastik, high nachhaltig. Es geht um Toilettenpapier. Habt ihr euch jemals mit plastikhaltigen Toilettenpapier den Hintern abgewischt? Ich frage nur für Freund. Oder also, die Plastikverpackung außenrum. Wenn du halt so 10 Rollen holst, was ja in einer fetten Plastiktüte kommt. Unser Toilettenpapier ist gut für Mutter Natur und dabei sammelst du dein Popöchen. Ja, aber genau. Man nutzt doch in aber Deutschland zumindest meistens immer auch das meiste Papier. Toilettenpapier ist doch schon recycelt. Ja. Genau. Es kann jetzt wirklich nur um die Verpackung außen rum gehen. Wir bieten ein bequemes Abo. Ich würde ja gerne mal wissen, wie es jetzt... Papier-Abo. Abo-System ist ganz wichtig in Achtung Deutschland. Achtung vor Abo-Falle. Also kriegst du es wahrscheinlich in einer Pappkiste zugeschickt per Post und da sind die dann lose drin oder so. Hast du noch was? Ja, ich hab noch was. Mann, du kommst aber auch nicht. Aber ich will das nicht auspacken. Toilettenpapier? Nee, wollen wir einfach mal die Box kurz tauschen? Also, das ist nochmal irgendwie, wisst ihr nicht, nochmal Werbung? Die Werbung ist ja ganz viel drin, ja. Wollen wir unsere Boxen schnell tauschen, dann ist bei dir nochmal drin. Nee, dann pack jetzt raus. Okay. Headliner, Eyeliner. Naja, ist doch praktisch. Ja. Komm mal her. So, jetzt aber. Nee, du warst bei dir drin. Alter, musst du wieder aufführen. Alter, ich weiß nicht. Augen zu. So okay, hat sich erledigt. Augen zu und durch. Ist da nicht eine Bürste sonst dran? Nein, das ist ein Pinsel. So viel, das ist glaube ich zu. Ich mach das bei Maßen. Wie lange hält sowas? Randet ihr mit einem feuchten ab. Wir spucken jetzt die Richtung Reinblättern weg. Sagt sie jetzt. Stand da nicht gerade permanent drauf? Ja. Aber locker lassen. Das ist jetzt fies. Das ist ein Tätowierstift. Also ich kann schon mal sagen, der malt richtig beschissen. Sieht danke. Auch aus wie eine Klobürste. Also Marci, ab Paris. Morgen dann bitte auch schwarz lackierte Fingernägel. So, guck mal in die Kamera. Oh. Ja, schön! Oh. Hey, schick! Das ist ein Statement. Ja. Und als nächstes malen wir einen Waschbasis. Das kann auch noch singen, also Hyper Hyper oder so. Oh Gott. Schön siehst du aus. Wie gesagt, Marci. Ich seh das ja nicht.
Zum Glück. Sieht man auch kaum. Ich meine, der malt tatsächlich nicht schön. Das ist zwischen dünn und dick ist da alles quasi irgendwie mit bei. Nee. Also das war in der Mitte, war der erste, den ich gemacht habe, dann den zweiten und den dritten. Also ich habe jetzt nicht viel Erfahrung mit sowas, aber wenn ihr das sagt. Nee, also man kann ja wohl den Pinselstrich beurteilen. Ja. Keine Ahnung, vielleicht malen aber alle so. Ja. Der okay, Pinsel, ich muss jetzt hier das Feier machen. Macht ihr mal ohne mich weiter. Jetzt. Also mein Highlight-Produkt war... Warte, hier, das kann ich zum Wegwischen. Marci oder? Hat noch einen Auftritt. Oh. Ich muss auch schnell zu meinem Auftritt. Marci ist jetzt bei einer Glamour-Rock-Band. Aber wir haben ja noch eine Preisliste. Wir sind ja noch gar nicht fertig. Das wird nämlich auch interessant, dass die Tuchmaske, die ich bis eben noch auf hatte, die kostet tatsächlich 9,90 Euro. Nein. Und dann hast du so nur kurz... So kurz so 5 Minuten stand drauf. Oh, dann das Haarserum, das Kopfhautserum, kostet mal eben 39 Euro. Ach, also könnten wir das mal testen, weil bei dem Preis... Du müsstest ja morgen mit dem Afro kommen. Daniel. Naja, okay. Dann das Nahrungsergänzungspulver kostet 18,90 Euro. Das wäre dann auf einen Monat gerechnet? Ja, 18,90 Euro auf einen Monat. Ja, gut, geht ja noch, glaube ich. Je nachdem, ob es dein das bringt, Drink. Also hier steht es 7,15 Euro, aber ich glaube nicht, dass die zwei jetzt so teuer sind. Doch, glaube ich schon. Also 3,50 pro Packung. So. Das wäre aber ganz schön teuer. Dann haben wir den Ingwer-Shot, der kostet 2,50 Euro. Quatsch, wir sind bei dem Low-Carb-Dressing erstmal 2,50 Euro. Der Ingwer-Shot 2 Euro. Ist auch leider normaler Preis. Ja. Ayurvedische Kräutertee kostet 3,50 Euro. Auch für einen vernünftigen Tee auch ein normaler Preis mittlerweile. Ja. Ob er jetzt vernünftig ist, sei jetzt, muss jeder für sich selbst beurteilen. Ne? Dann haben wir noch irgendwelche Sachen als Abonnenten. Kannst du da noch was mitbekommen? Putzstein kostet 13 Euro. Das Saatgut kostet auch 4,60 Euro. Krass. Für ein paar Samen so teuer? Okay. Das ist heftig. Na, ist Demeter. Aber weiß ich nicht. Aber es scheint schon sehr teuer zu sein. Ja, dann kannst du ja den Power-Salat machen. Das steht ja auch noch mit bei. Protein. Dann haben wir die Bio-Backmischung. Alter. 4,50. Oh, das ist teuer. Heftig, ja. Was kostet sonst so eine Backmischung? Naja, ich sag mal so, wenn du dafür jetzt eh Brot hinkriegst. Schon teuer. Na, vor allem die Energie, sind immer die du noch ziemlich brauchst. Teuer, muss ich sagen. Naja, aber eine Billo-Backmischung kriegst du schon für 1,20. Ja? Ja. Dann haben wir den Arabica-Kaffee für 7,90 Euro. Ja, das ist, glaube ich, okay. Genau. Malzbrotaufstrich 6 Euro, ist auch ganz schön teuer. Das haben wir beim letzten Mal schon gesagt, glaube ich. Ne? Ja. Kokosmilch zum Trinken 3 Euro ist genau der normale Preis. Mhm. Plastikfreie Schokoüberraschung 3 Euro knapp. Ja, das ist aber teuer. Aber ja, dafür, dass es auch nie geschmeckt hat. Dann haben wir hier nochmal Anleitung für Thailand-Fruchtigfrische und Mango, Reis und Kokos. Oh, das klingt gut. Wer sind die? Jetzt wartet jetzt schon mit den Preisen. Wir haben noch viel mehr drin gehabt. Krass. Also wird übersprungen. Guck mal, hier ist noch was. Ach so, ja. Ach, da, Marci, guck mal. Der Eyeliner. Das war 5 Euro. Präzisions-Eyeliner. So viel zur Präzision. Also, ja. Meine Wimpern, da gut. Dein Multitasking-Hautpflege, 35 Euro. Also haben wir uns ja wahrscheinlich jetzt ungefähr 1 Euro ins Gesicht geschmiert. Oder ich auf meine Hände. Nachhaltiges Haar-Accessoire. Ja, und dann, ach ja. Was kostet die Kiste eigentlich immer so? Auch so um die 20, 25 Euro, würde ich sagen. Also ich bin jetzt gerade nicht sicher, müsste man nachgucken. Ich sag mal so, den Gegenwert, wenn man das mit dem Schönrechnen hier von 39 Euro für ein Haarmittelchen und so mit rannimmt, ja, aber ich glaube... Ich denke mal, bei vielen dieser Produkte ist es halt auch so von den Firmen zumindest gedacht, dass man das so als zum Ausprobieren und wenn jemand natürlich da Gefallen dran findet, in der Hoffnung, dass er es halt weiterkauft. Wahrscheinlich schon, ja. Ja. Teuer. Was war denn dein Highlight bei dir jetzt? Na hier, I want you naked. Das wird einem sexy Eier. Das ist ein Lowlight. Der Ingwer-Shot war lecker. Und mit dem Rest kann ich halt irgendwie alles nicht so viel anfangen. Also ist ein bisschen eine schwierige Gestaltung, glaube ich. Aber da gibt es auf jeden Fall eine Zielgruppe für. So. Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Also das schmeckt auch ganz gut, aber hätte ich jetzt nicht erwartet, so wie es aussieht. Schmeckt wirklich viel besser. Aber sonst wäre mein Highlight wahrscheinlich das Müsli nachher hier. Ja, und die Creme, weil sie so schön teuer ist. Ich komme wieder in dein Goldregal. So, ich würde sagen, das ich pack noch die letzte Kiste. Ja. So. Last one. Genau. Mr. Fuli ist relativ leicht und ich glaube, wie gesagt, wir haben jetzt nicht nochmal recherchiert. Ich glaube, das Thema war, glaube ich, vegan. Dass bei Mr. Fuli immer vegane Sachen drin sind. Aber weil Snack Please Stay Healthy. Ja. Also. Eine Riesenauswahl. Ich sehe schon. Einmal zuklappen, bitte. Ich würde sagen, wir holen mal alles raus und dann kosten wir uns, snacken wir uns noch ein bisschen durch. Gefriergetrocknete Ananas. Haben wir einen ganzen Schrank voll von. Ja, aber nicht dran. Das heißt ja schon mal positiv, weil es gefriergetrocknete so Fruchtsachen sind richtig lecker. Muss ich dazu sagen. Können wir gleich mal ausprobieren. Wir machen mal weiter. Mini-Pop, Popcorn. Genau, aber mit Meersalz. Okay. Hm, naja. Bin jetzt nicht so der. Hier steht übrigens Actual Size, also das ist wirklich sehr mini. Mini.
Sind das dann extra genmanipulierte Maiskörner, die besonders klein wachsen? Oder das sind gerade die nicht genmanipulierten? Keine Ahnung. Kann auch sein. Diskriminierst du gerade Mais? In den USA schon, ja. Den Zuckermais, ja. Rookies. Okay, einen Dattel- und Mandelkeks. Glutenfrei, stark an Kohlenhydrate und kein zusätzlicher Zucker. Oh ja. Da fragst du ja für einen Freund, ne? Oha, immer. Das ist geil. Das sind diese frittierten Maiskörner. Oh ja. Die Maiskörner. Genau, je nachdem, was die, wie die, ob die so mit Barbecue oder Salz, ja. Also das kann richtig lecker sein. Also da ich habe das jetzt bis jetzt irgendwie einmal mit bei und die waren richtig gut. Mhm. Gibt es auch bei Kaufland von zum Beispiel Xox. Noch nie gut. So als Tipp, aber die schmecken auch sehr lecker. Kinbite, das hatten wir auf jeden Fall auch schon mal. Ah, das war so ein Quinoa-Keks. Mhm. Oder ich glaube, das war schon. Sieht zumindest aus. Mit Kumin. Okay. Und sehr viel Protein. Mal schauen. Jetzt kommt Proteinbälle. Oder nee, einer? Nee, mehrere. Mehrere? Aber das sieht schon irgendwie nicht lecker aus. Nee. Also wenn es so aussieht, muss ich mir Zitrone Pistazie. Oh, das klingt aber erstmal, das ist eine leckere Kombination. Das klingt gut, aber sieht wahrscheinlich komisch aus. Na, beziehungsweise sagen wir mal so, wir stellen mal wieder in Frage, das sieht halt alles relativ auch hier teuer aus. Ja. Ja, das ist so. Und da sind vielleicht hier Bällchen drin. Müssen wir mal gleich gucken. Dann haben wir von Better Oat Salted Sticks. Basil und Oregano, also Basilikum Oregano. Okay. Gebacken mit Kokosnuss. Öl. Öl Organic. Okay, die sehen krass aus. Sind so sie praktisch vegan. Ja, keine Ahnung, irgendwie so ein bisschen wie Salzstangen, aber komplett anders. Sie gesalzen. Also ich auf jeden Fall kann ich sagen. Komisch, ja. Dann sind auf jeden Fall alles schon mal irgendwelche abgefahrenen Sachen. Lieber abgefahren als abgelaufen, wa? Das zeigt noch nicht. Die Kiste steht schon eine Weile. Quinoa-Bite, Coco Choco, Organic, Vegan, Breakfast-Bar, glutenfrei. Okay. Delicious. Vielleicht auch wieder mit Dattelbasis, wenn wir uns anschauen. Bisschen was ist noch drin. Hier haben wir nochmal einen Ruba. Den hatten wir auf jeden Fall schon. Haselnuss. Auf jeden Fall, ja. Ich weiß und dann mit Schokoladenüberzug. Mehr. Ich weiß nicht mehr, ob er geschmeckt hat. Ist egal. Werden wir sehen. Oh, hier, ich glaube, das hatten wir auch schon mal. Von Better. Und zwar hier diese Napolitaner, sage ich jetzt mal, Waffel. Kakao, Haselnuss, Waver, ja. Genau. Mit Kokosnusszucker. Okay. Und? Nee, zwei Sachen sind noch. Einmal haben wir nochmal. Ein Choc-Chip und Matcha. Oh, das klingt schon wieder so. Das sieht bitter. Bestimmt auch giftgrün aus. Ja, also diese Kokosnips, das sind ja meistens, also wenn es das ist, das sind ja diese komplett unbehandelten von Kakaobohnen Stückchen und die sind sehr, ne, wie Kakao halt nun mal schmeckt, ein bisschen bitterer. Und Matcha hat ja auch so eher so. Ach, ja, grasigen Geschmack. Naja, herben Geschmack vielleicht. Ja. So, und eine Sache ist noch. Ich glaube, die Mr. Foodies liegt ja auch immer so bei maximal 20 Euro, deswegen ist das hier auch relativ... Oh, die völlig überteuerten, getrockneten Erbsen, wo die kleine Packung 1,50 kostet mit 10 Gramm oder so. Ja. Aber die war super lecker. Teuer. Die war lecker, die ja, lecker, aber die war super teuer. Wenn es die ist, aber es sieht, glaube ich, so aus wie die wir ja schon mal hatten. Ja. Und die war leider sehr teuer, wie Ronny schon sagt. Das sind auch so gefriergetrocknete, glaube ich, so Erbsen. Aber das war's und ich würde sagen, jetzt wird gesnackt. Ich bin ja hier nicht seit Anfang dabei. Das ist nicht mehr drin, ne? Nee, das war's jetzt. Nur noch Ausstoffmaterial. Und ich würde sagen, jetzt snacken wir uns rein. Also du warst ja hier schon Feuer und Flamme für die... Würde ich jetzt gar nicht probieren, weil ich weiß, dass sie schmecken. Ich würde das nehmen, wo ich nicht weiß, dass es schmeckt. Ja, dann los. Und ob es vielleicht komisch aussieht. Okay, es sind kleine Bälle. Ja, komm hier, greif zu, einen kleinen Ball. Ja, das sieht leider auch wieder aus wie andere Sachen. Aber... Wie Katzen... wie Hasenkökel oder was? Boah, aber das riecht echt krass nach Zitrone. Ja. So richtig schön Zitronenabrieb. Also ich hoffe mal, dass es hier so richtig schön Zitronenabrieb ist, weil es riecht stark danach. Schmeckt gut. Die Hoffnung ist groß. Ein bisschen trocken, schmeckt aber Zitrone. Pistazie würde ich jetzt nicht sagen, dass ich rausschmecke. Schmeckt dezent. Also man merkt, dass da jetzt nicht übertrieben irgendwie Zucker oder sowas noch mit drin ist. Aber ich muss sagen, die schmecken dadurch, dass sie so diese Zitronenabriebnote drin haben. Aber das ist das Highlight auch daran. Also Pistazie schmecke ich nicht raus. Also muss ganz ehrlich sagen, wenn das preislich okay ist, sowas kann man mal wegsnacken. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich komme ja auch gerade mit einem frischen Gaumen hier an. Ja, ja, aber wir wissen ja auch nicht, was es kostet. Das ist ja das Problem in der ganzen Geschichte gerade. Bei den anderen haben wir es ja, war es ja mit rauszufinden. Wir werden sehen. So, was, nach was dürstet es deinem Geschmack? Ja, okay. Ich will alles kosten. Kriegt einen trockenen Mund.
Also die sehen schon wirklich kurios aus. Das sieht aus wie ein vertrockneter Baum, den man die Rinde abgeschält hat. Müsste ja theoretisch so wie ein Pizzastick schmecken. Basilikum Oregano. Schmeckt wie Pizzateig. Ja, die sind in die Richtung, ne? Die sind lecker. Hm? Hm? Will einer kosten? Jo. Also die sind echt nicht schlecht. Immer in Tomate ein. Ja. Rippen. Also haben jetzt keinen intensiven Geschmack, aber auch Basilikum Oregano nur ganz dezent. Aber das isst sich wirklich wie so eine Alternative jetzt zu Salzstangen. Ja. Kann man essen. Ist hier letztlich auch wieder nur eine Preisfrage, weil es ist nicht viel in der Tüte drin. Und ich denke mal nicht, dass es eine Probiergröße sein wird. Nee, glaube ich auch nicht. Aber man muss schon mal sagen, geschmacklich auf jeden Fall gut. Ja. Klar kann man jetzt, man ist natürlich darauf verwöhnt bei Salzstangen, halt viel Salz und so weiter. Das kommt jetzt hier nicht. Aber die haben ja viel mit Aromastoffen so gemacht, weil der Geruch wirklich den Geschmack extrem prägt irgendwie. Findest du? Riechen anders, als sie schmecken. Jo. Also schon mal einen Daumen nach oben, definitiv. So, jetzt haben wir hier diesen Kinnbite. Ich nehme mal an, Quinoa mit Coco Choco. Ja, sie sind auf jeden Fall Kokosraspeln drin, so ein paar Stokostückchen. Kommt immer noch dein eigenen Eyeliner nicht klar. Mein Handliner meinst du? Oder riecht gut nach Kokos. Handliner. Ja. Das ist gut was zu kauen. Die Kokosraspeln sind auf jeden Fall da. Ist auf jeden Fall ein bisschen weicher das Ganze. Kaut sich gut weg. Hat aber auch wieder so ein. Ja, Basis ist auf jeden Fall. Datteln, genau. Ich finde es gar nicht so süß. Dattel hat ja mal eine große Eigenschaft. Der Nachgeschmack ist so dattelig. Kann man leider nicht mehr lesen, weil genau die Stelle. Hoher Riegel. Datteln, doch, hast recht. Erste Zutat Datteln und dann Kokos irgendwas. Kokos kommt auch mit raus, aber Datteln ist ja wieder dominant. Aber ist okay. Ist übrigens noch eine Woche haltbar. Da haben wir ja Glück gehabt. Hey. Ja, es wurde echt Zeit. Nö, nee, geht. Aber auch nicht viel, ne? Wie viel Gramm sind das? 30 Gramm? Naja, ist so wirklich mal was für zwischendurch. Den kennen wir schon. Deswegen würde ich mal sagen, machen wir mal mit dem Schockship Matcha weiter. Der Schock sitzt tief, wenn man gleich die das Farbe ist nur sieht. Einer. Das ist nur einer. Na gut, oh, er sieht jetzt nicht so widerlich aus, aber. Nee. Hinter euch liegt ein Messer. Knack einmal durch und damit das riecht. Der ist fest. Warte. Oh, ich gebe dir auch das kleinere Stück. Sieht jetzt, muss ich sagen, besser aus als gedacht. Mit lebenden Kulturen. Na, jetzt mal los. Organic Raw Energy Boy with Chocolate Chips und Matcha. Cashew. Dran hören, vielleicht hörst du schreien gerade. Cashew, Datteln, Choco Drops. Reisprotein. Also Matcha trocken ist halt wie ein Bündel Grasse bissen. Lactobacillus. Acidophilus. Ein halbes Prozent. Von organischen Agrikulturen. Das ist aber ganz schön viel. Und Minze. Und Minze schmeckst du auch krass raus. Es schmeckt aber gar nicht schlecht durch die Minznote. Okay. Ja gut, wenn ich jetzt davor schon andere Sachen gegessen hätte. Okay. Ich hab's auch, ehrlich gesagt, irgendwie bitterer erwartet. Dann ist mein Stück anscheinend anders als deins, aber ich, nee, mir schmeckt gar nicht. Das ist so. Hier wird es wahrscheinlich letztlich wieder nur, weil wenn ich so eine kleine Tüte sehe, das wird halt... Da liegen wahrscheinlich wieder 1,99. Wahrscheinlich, ja. Und das macht's dann wahrscheinlich. Das müssen wir am Ende noch machen. Jetzt komm, dein Meersalz-Popcorn, jetzt die Mini-Pops. Naja, so klein sind die ja gar nicht. Ja, normal, oder? Ja, also. Das ist schon süß. Also. Ein bisschen kleiner, ja. Das ist aber nicht viel hier. Und das schmeckt nach gesalzenem Popcorn. Also. Kinda on your tummy. Vegan, schmeckt, wenig Kalorien, glutenfrei, ja. Volle Weizen, komplett natürlich, allergenfrei. Popcorn, was? Aber man kann halt auch eine Wissenschaft draus machen und alles draufschreiben. Da bin ich ja mal gespannt, wie teuer das ist. Wir haben leider keine Preise. Ja, so. Das ist es, ja. Gepuffter, also aber auch ganz überschaubar. Gepuffter Mais, 70%, Rapsöl und Meersalz. Zeig mal. Das geht echt klar, aber... Also ja. Schmeckt, das ist überhaupt nicht die Frage, aber ja. Wahrscheinlich...
1,50 oder 1 Euro dafür, das ist ja viel zu viel. Also sagen wir mal so, die Herstellungskosten werden sich sehr, sehr in Grenzen halten. Und ja, die musst du aber ans Meer fahren und den Salz erstmal rausschöpfen. Genau. Irgendwie so. So. Denke ich auch. So, jetzt machen wir hier Keks. Den Rookies, den Dattel- und Mandelkeks. Sieht eher aus wie so ein Brot. Ja. Wie so ein hart gewordenes Baguette-Stück. Erstmal schnuppern. Das riecht krass nach Weihnachtsgebäck. Oh, ist aber. Das ist weich. Okay. Ja, das ist noch schöne Konsistenz. Riech mal dran. Das riecht wirklich so ein bisschen nach hier Nelke oder weiß ich nicht. Irgendwie so nach Weihnachts. Ja, doch. Hat was Weihnachtliches. Also Nelke auf jeden Fall, ja. Ich muss mal nachlesen. Also 10 so eine Tüten hier kosten 21 Euro. Alter. Ui. Das ist aber auch. Also jetzt haben wir den hier und der hat eigentlich keine Süße. Nee, überhaupt nicht. Datteln. Also. Haferflakes, Mandel, Kokosnussöl, Zimt, Ingwer. Backpulver. Sesam, Samen. Nüsse und andere Nüsse oder Erdnüsse und andere Nüsse. Ja. Also schmeckt schon. Das war. Ist halt sehr natürlich gehalten. Schmeckt jetzt, also es riecht besser als es schmeckt, muss ich sagen. Aber mit dem Zimt weiß ich nicht, dass das, was ich zum Schluss im Mund habe, das ist so irgendwie so, passt dann gefühlt nicht ganz so hin. Möchte jemand mal kosten? Ja. Ist ein bisschen weihnachtlich, aber. Weihnachtlich. Naja, ja, wegen dieser Zimt Nelke-Zimt, keine Ahnung, was da noch mit drin ist. Aber letztlich so, es ist überhaupt nicht Marken? Süß. Nee, danke. Es ist überhaupt nicht süß. Zeig mir die kalte Schulter. Ja. Also mein ganz essen, Marci, es ist komisch, aber... Marci hat heute Stein im Brett, der musste hinhalten. Ja. Beim Instant-Eyeliner, ein Präzisions-Eyeliner. Mhm. Geht. Oh, der fängt so immer ganz... Ein grober Lebkuchen so ein bisschen, ja. Irgendwie ja, so. Ja. Auf jeden Fall kaut man eine Weile dran rum. Quinoa-Lebkuchen? Oder? Grober Lebkuchen. Grober. Dann machen wir mal jetzt den groben Kinnbite mit Kumin. Turmeric, sagt man. Jetzt zieht durch. Kein zieht durch. Ja, aber. Muss jetzt aufholen. Oh, der sieht jetzt wirklich aus hier wie von einer Wiese gepflückt. Ey, nein. Oder ich will es nicht sagen, aber so ein breit gekloppter Pferde. Ah! Wahrscheinlich ist es genau das. Ja, ohne Mist. Nee, mit Mist. Mit Mist, ja. Aber du siehst sogar die Maisstücke, ist noch nicht mal verdaut. So kommst am Ende auch wieder raus. Aber das sieht wirklich, also appetitlich sieht es echt nicht aus. Nee. Oh, das riecht aber krass nach so einem, keine Ahnung, hier arabischen Gewürzen. Das wird dieses, wahrscheinlich dieses Turmeric, also ich weiß gar nicht, was es auf Deutsch heißt. So bescheiden, wie es aussieht, das schmeckt tatsächlich wesentlich besser. Also schön Gewürz. Ein bisschen indisch, würde ich fast sagen. Komm, Daniel, du hältst hier die Stange. Ja. Jetzt sieht ihr aber wirklich schon. War die Fahne? Querschnitt aus, die Fahne, was das Käfer zusammengerollt hat. Aber das ist so ein bisschen indisch angehaucht irgendwie. Schmeckt echt nicht schlecht. Ja, krass, ja. Ja. Also von der Konsistenz, vom Angucken her, vom Auseinanderbrechen, denkt man sich wirklich, ist was falsch gelaufen. Ist wahrscheinlich bewusst so gemacht. Erst, sag ich mal, optisch so ein bisschen. Optisch so, das stören und geschmacklich richtig auftrumpfen. Und dann bauen sie sich wieder auf. Wie ein richtig geiles Knäckebrot, so ja. Das ist gut. Ja. Das ist wirklich lecker. Ja, nicht schlecht. Also man sollte nicht immer nach der Optik gehen. Definitiv. Mhm. Schmeckt gut. Ja. Davon könnte man gerne mehr essen. Gut, ja. Ich hoffe, das gibt es auch in größeren Portionsgrößen. Und nicht alles so in einzelnen Tütchen. Weil das hat immer diesen faden Beigeschmack, dass man so davon ausgehen muss, dass es halt recht teuer sein wird. Weil so ein Ding wird dann halt auch gerne mal für 1,50 oder so. Ich denke, dass alle Produkte auf dem Tisch relativ teuer sind. Mhm. Ja. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen jetzt trotzdem die frittierten Maiskörner kosten. Ich will wissen, mit welcher Geschmacksrichtung, vielleicht nur gesalzen. Komm, Ronny, jetzt gönn dir. Die sehen echt lecker aus. Ja, die sehen sie nicht lecker aus, aber... Doch, die sehen aber... Sehen aus, wie als hätte jemand eine Zahn-OP nicht überstanden. Die sind aber dezent gewürzt. Aber ist echt lecker. Also da der Tipp... Gibt es auch von anderen Anbietern, gibt es dann teilweise auch so mit Barbecue, teilweise auch nur gesalzen. Die gesalzen schmecken mit eigentlich am besten. Und das hat, wie gesagt, so gerösteter Mais. Ist echt lecker. Das ist auch so ein Snack, den kann man auch so mal nebenbei, weil das isst sich nicht so schnell weg. Da kaut man eine Weile dran. Von der Wurzel her ist das auch sehr zurückhaltend. Ja. Aber ist angenehm. Die anderen, die man so kennt, die sind dann doch ein bisschen salziger.
Aber es ist wirklich. Also da mal der Tipp von euch, geht mal bei euch im Discounter oder im Supermarkt. Gibt es eigentlich schon häufiger so einen gerösteten Mais. Ist echt lecker. So für einen Kinoabend. Kaut man auf jeden Fall länger daran rum als vielleicht bei Chips oder so, würde ich jetzt sagen. Wahrscheinlich. So, Ronny. Eine Sache kostet man noch. Ida. Aber danach kostet man trotzdem noch das andere. Ja, dann machst du das auch, weil das will ich nicht. Ich will die Erbsen auch kosten. Nein, die 10 Gramm sind meine. Die genieße ich jetzt ganz alleine. 10 Gramm? Übertreibt man. Doch, das ist 10 Gramm. Übertreibt man nicht, doch. Das ist 10 Gramm. Ja. Erbsen. Die sind gut. Ich weiß aber. Die sehen aber irgendwie unnatürlich aus. Ja. Ich glaube, das ist viel getrocknet. Ja, keine Feuchtigkeit mehr drin. Die sind ja auch einfach, du beißt drauf und dann sacken die zusammen wie ein Sack Reis oder so, keine Ahnung. Entwickelt in Zusammenarbeit mit der Hochschule Wein Stefan Triesdorf. Mhm. Cool. Innovatives Trocknungsverfahren. Schmeckt mal Erbse, sieht eine Erbse, nee, sieht eigentlich nicht mit 100% aus. Solarenergie. Mit jedem Spruch hier drauf wird es teurer. Ja, aber die sind super teuer. Aber ohne Mist, die sind echt lecker, aber nicht für den Preis, den sie dafür haben wollen. So, und jetzt zum Schluss, das Ding könnte auch, da könnte auch Manna draufstehen. Ja. Aber das muss, ist schon mal nicht schlecht. Ah, du wolltest ja nicht. Nö. Manna. Schmeckt aber krass nach Haselnuss, ohne Mist. Na toll, das hast du nicht. Wenig süß und ganz stark nach Haselnuss. Also man kennt es eigentlich von den Waffeln, dass sie sehr, sehr, sehr süß sind und das ist hier überhaupt nicht der Fall. Das schmeckt eigentlich wirklich nur wie Waffel mit Haselnusspaste. Ich muss gerade meine Geschmacksnerven wieder neu sortieren mit den ganzen trockenen Lumpe gerade. Ich weiß nicht, ob was schmeckt. Doch, jetzt kommt Schokolade rum oder so. Also wenn man es jetzt natürlich mit den bekannten Waffeln vergleicht, dann ist das jetzt halt, naja, nicht so geil. Nö. Mit was ich schmecke auf jeden Fall nicht. Mit Kokosnusszucker. Hm. Ja, dann erst recht nicht. Also ich schmecke jetzt gerade nicht mehr allzu viel, das war jetzt alles im Gesamten zu viel. Hier ist natürlich schade, weil man kennt nun mal das Original und das schmeckt nun mal, muss man auch dazu sagen, so eine Napolitaner sind richtig geil und da kommt es halt bei weitem nicht ran. Capri Sun. Prost. Heißt trotzdem noch Capri Sun. Ja. Und wir beenden jetzt mit unseren gefriergetrockneten Ananasstücken. Willst du noch welche? Nö. Meine Zunge hat heute schon genug leiden müssen. Ach, gib mal her. Ja, sowas geht halt klar. Und da hast du jetzt natürlich einen intensiven Geschmack. Schmeckt nach Ananas. So eine gefriergetrocknete Sache hatten wir ja vor einer Weile. Seitdem bei uns im Büro. Geil. Schöner Snack. Ja, also grundsätzlich war auch die Kiste eine nette Ausbeute. Wirklich mal wieder Dinge, die man nicht kennt oder wahrscheinlich nicht kaufen würde, weil sie zu teuer sind. Und dann sind so eine Kiste, und das spricht ja für das ganze Format heute, natürlich für sich, weil man halt einfach 15, 16, 20 Euro bezahlt und halt einfach wesentlich teurere Produkte bekommt und die man austesten kann. Wenn ich mein Highlight jetzt aus dieser Kiste festlegen sollte, würde ich sagen erstmal der, weil der tatsächlich. Halt, ja. Ich sag mal so, weil er wirklich schwach angefangen hat optisch, aber sehr gut schmeckt. Den Ball mit der Minznote, den fand ich gar nicht so schlecht, ist kein Highlight, aber den fand ich nicht schlecht. Ronny hat es ja nicht geschmeckt. Nee. Und die ungewöhnlichen Salzstangen finde ich auch nicht schlecht. Ja. Und die Ananas natürlich gefriergetrocknet, ist mega lecker. Aber das kennt man denn halt. So ist es. Ja, mehr haben wir nicht. Reicht ja auch für heute. Lange genug geworden jetzt. Waren auf jeden Fall wieder ein paar Produktneuheiten bei, denke ich mal. Ne? Also alleine Fall. Hier in der Kiste. Also ein paar Sachen haben sich natürlich gedoppelt. Sind wir vorhin schon mal mit drauf eingegangen. Aber das hat das Schöne, dass man sieht wirklich so, was gerade im Trend ist, was ist neu, was wurde neu vermarktet, was soll neu beworben werden. Und das ist ja irgendwie so, was in den Kisten so mit drin steckt. Und man kriegt halt einfach neue Produkte, mal mit zum Ausprobieren. Und das für relativ wenig Geld. Und man kennt ja die Diskrepanz im Laden. Ah, das sieht gut aus. Ich würde den Kekse zum Beispiel aber so gar nicht mitnehmen. Und dann hast du das hier vielleicht mit Glück dann irgendwann mal drin. Und das ist halt nicht so teuer. Es sieht halt nicht so appetitlich aus. Und wahrscheinlich ist das dann schon die Hemmschwelle, dass man es sich halt nicht mitnehmen würde. Deswegen umso besser, wenn sowas in so einer Kiste liegt. Ja, und dann wegwerfen wird man es jetzt nicht, sondern man kostet. Man probiert es wenigstens. Steht man denn durch. Ja, das glaube ich war es dann auch. Ihr könnt mal eure Erfahrungen loswerden, wenn ihr es noch nicht getan habt, was ihr von den Kisten haltet, ob ihr die selber bestellt habt. Ob ihr was da Highlights schon kennt. Genau, das vielleicht auch. Und ansonsten würde ich sagen, ja, alles Relevante und Weitere ist in den Links vorzufinden. Und ich würde sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Winke, winke. Und weiter schmecken lassen. Genau.